Die israelische Armee hat Videomaterial veröffentlicht, das das Vorrücken seiner Soldaten im Gazastreifen zeigen soll. Nach eigenen Angaben hat die Armee bei den jüngsten Kämpfen rund 60 palästinensische Kämpfer getötet. Die meisten davon in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Weitere Kämpfer seien im Norden des Gazastreifens getötet worden, unter anderem in einem von der palästinensischen Extremistengruppe Islamischer Dschihad genutzten Gelände, hieß es. Diese Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. In Rafah im Süden des Gazastreifens trauerten Menschen um ihre Angehörigen, die bei einem israelischen Luftangriff in der Nacht zum Donnerstag ums Leben gekommen sein sollen. Ein palästinensischer Gesundheitsbeamter sprach von mindestens 16 Toten. Es sei davon auszugehen, dass die Zahl der Toten weiter ansteigen werde, hieß es. Es gebe zahlreiche Verletzte. Die israelische Armee war am Donnerstag auch im von Israel besetzten Westjordanland im Einsatz. In der Stadt Tulkarm und Umgebung waren israelische Militärfahrzeuge in den Straßen zu sehen. Die Armee erklärte, es gehe darum, Palästinenser festzunehmen, die verdächtigt würden, Anschläge zu planen.